Mein Name ist Björn Kowalewski und ich bin Kameramann aus Leipzig. Bei uns in der Nähe befindet sich die Sächsische Schweiz und ich hatte schon seit längerem den Wunsch, mit der Kamera im Herbst dorthin zu fahren und die besonderen Farben und Stimmungen aufzunehmen. Um an die Drehorte zu gelangen, mussten wir teilweise lange Wanderungen und auch einige Höhenmeter zurücklegen. Und deshalb wollte ich flexible Optiken, die aber trotzdem die nötige Qualität für den RED 8K-Sensor bieten. Und deshalb habe ich mich für das Fujinon 1990 und das 85-300 entschieden. Und somit hatte ich mit etwa 6 Kilogramm den gesamten Brennweitenbereich von 19 bis 300 dabei. Die beiden Optiken haben kaum Focus Briefing, sie sind sehr scharf, ohne dabei klinisch zu wirken und haben einen schönen, warmen Look. Teilweise mussten wir schnell reagieren, weil die Natur natürlich nicht immer das macht, was man möchte und wann man es möchte. Manchmal aber auch etwas viel Schöneres macht, wenn zum Beispiel das Licht durch die Wolken bricht und ja, besondere Stimmungen einfach entstehen. Und die beiden Optiken haben mir die Möglichkeit gegeben, darauf schnell zu reagieren. Bei anderen Produktionen hatte ich das 1990 schon im Gimbal-Einsatz und das hat mir einfach sehr viel Zeit gespart, weil ich keine Optiken wechseln musste und weil ich auch nicht den Gimbal neu ausbalancieren musste, was man manchmal machen muss, wenn man die Optiken wechselt, und hatte aber trotzdem die nötige Bildqualität. Durch die Flexibilität der beiden Optiken muss ich mich nicht mit technischen Details aufhalten, sondern kann mich aufs Filmemachen konzentrieren.